So, hallo zurück. Herzlich willkommen in Tarkov. Ich weiß noch nicht, wie ich die Folge einzuordnen habe. Ich bin einfach am Wochenende nicht da. Vielleicht ist es schon nach dem Wochenende und möchte euch noch etwas Content bieten. Meine treuen Abonnenten und alle, die es vielleicht mal werden möchten oder ja, auch nicht. Wir starten erstmal so mit einem einfachen Setup mit einer PM-Waffe, also so, ja, besserer Briefbeschwerer, der ein bisschen Blei verschießt. Zwei Magazine, unser angeschlagenes Medikit von letzter Runde. Wobei, ach komm, machen wir den Gönjamin hier. Und hier so einen einfachen Slingerbag. Einfach Budget, um die Map ein bisschen zu erkunden. Denn erkunden heißt, wir spielen Reserve um 7 Uhr früh. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Vielleicht knipsen wir den einen oder anderen Raider aus, vielleicht auch nicht. Hier sehen wir auf jeden Fall, dass es richtig zur Sache geht. Mein Name ist wieder Gold geschrieben. Schreibt mir in die Kommentare, warum mein Name Gold geschrieben ist. Oder ob das jetzt Standard ist, dass sich jeder so special fühlt. Das wäre auf jeden Fall cool. Was haben wir hier? React to Event. Commands. Okay, warte, das können wir nochmal zurückschalten hier. Dann breche ich mir den ganzen Stuff hier nochmal ein. Relook, okay. Select Magazin. Smooth Crouch. Ja, das ist ein. Okay, das wissen wir ja schon, ne? Okay, also bis gleich. So, da sind wir. Cliff Descent. Scaff Lens. Moment. Scaff Lens. Sewer Manhole. Und Armor Train. Achso, wenn wir jetzt sterben, dann geht es uns halt schlecht, ne? Dann muss unsere Krankenstation, die wir gebaut haben, uns wieder aufpäppeln. Jetzt lass mal hier jetzt gemeinsam auf die Map schauen. Also, Cliff Descent. Heilige Mutter Gottes. Achtung, Achtung. Wir stehen unter schwerem Artilleriebeschuss. Brauchen dringend Luftschläge. Brauchen einen Luftschlag zu folgenden Koordinaten. Ich weiß es nicht, wo wir sind. Ja, an der Position hier an dem Wachturm, bitte. Over. Okay, kommt kein Luftschlag. Sehr schade. Was zum Teufel ist das für eine Waffe, bitte? Die wird uns binnen Sekunden zersieben. Ja, und meine Karte ist, hier geht's so. Scaff's Land, Sewer Manhole. Oh doch, ist alles drin, ey. Sewer Manhole. Okay, das ist im Norden. Ach, dieses, dass man das nicht dauerhaft einblenden kann, finde ich mega nervig. Sewer Manhole, Scaff's Land. Also zweimal Nord. Und einmal so Südmitte. Jetzt erstmal kurz abchecken, wo wir sind. Haben wir. Ah ne, wir haben kein Headset, wir sind Scaff, ne? Also. Wir nehmen einfach mal ein Magazin zu uns, dann können wir den Schaden der Runde doch sehr, sehr gering halten. Also diese Wumme, was auch immer es war, das ist ja die Hölle. Das war schon nicht dieses Stand-MG, das hier irgendwo montiert ist, habe ich gelesen. Oder in so einem Video auch gesehen, das ist wahrscheinlich das. Ich frage mich, was man dagegen dann unternehmen möchte. Ah, cool, hat sich gelohnt, der Ausflug hier. Ach, übrigens, das Papier, das wir letzte Runde gefunden haben, dieses Druckerpapier, habe ich einfach mal zu Toilettenpapier in Auftrag gegeben, dass es unsere Toilette umwandelt. Ist cool, kann eure Toilette wahrscheinlich nicht, meine auch nicht. Also, pass auf, wo sind wir? Ich habe erstmal keine Ahnung, wir sind in irgendeinem Zaun. Hier sind höhere Gebäude. Alter, keine Ahnung. Wo sind wir denn? Hier sind diese Hangars. Hier ist ein Fels. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Hier ist, glaube ich, irgendwo der zermanschte. Ja, doch, ich weiß, wo wir sind. Wir sind im kompletten Westen. Doch. Oder? Aber hier müsste das Hole sein. Und dann schauen wir hier nämlich auf die. Doch, das passt. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Kundschafterei. Also unsere Überlebenschancen schätze ich dieses Mal noch geringer ein. Hier ist wieder dieses Alien-Licht. Wahrscheinlich wäre es angenehmer für mich, wenn die mich holen würden. Okay, in dieser Siedlung geht's richtig ab.
Da geht's zur Sache. Mischen wir gleich mal mit unserem Gauner-Setup. Wäre jetzt natürlich echt ein größeres Pack schon geil. Also ich bin wirklich am Überlegen, ob ich mir eine größere Tarkov-Version holen soll. Muss ich gucken. Also wie gesagt, wenn es mit dem neuen Job alles passt und ich würde dann einiges mehr verdienen. Was heißt einiges, zumindest ein bisschen mehr. Dann werde ich mir die auf jeden Fall mal gönnen. Allein schon wegen der Lootbox, also wegen dem Alpha-Container. Dann macht das natürlich schon ein bisschen mehr Sinn. Oh, Alter, wenn man da überall rein kann, Junge. Gut, wir hätten eigentlich ohne Waffe auch gehen können. Das käme wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Aber recht überschaubar, die Map. Man findet sich ziemlich gut zurecht. Riesiger Heli. Alter Schwede, das ist ein Riesending. Ich möchte nicht zu ihm hin, weil der Platz ist halt so... Ja. Der Platz der alten Schießerei. Wir gehen mal jetzt in so eine Hütte rein. Ich schätze, ich sag mal, die Chancen, dass meine Pistole irgendjemand umbringt, sind eigentlich hier in so einem Gebäude am höchsten, würde ich jetzt glatt behaupten. Also jetzt nicht gerade in so einem Raum, der ist schlecht. Immer noch richtig dumm einfach. You can't loot this item. Okay, also das Messer scheint mit ihm verwachsen zu sein. Sehr schade. Einmal ist alles still. Das ist echt typisch Tarkov. Gerade ging es noch so ab. Die Folge wird einen fiesen Clickbait-Titel bekommen, so von wegen Artillerieschlag oder irgendwie sowas. Das hat sich echt so angehört. Es war furchtbar. Das war garantiert dieses LMG, dieses neue, krasse. 100%. Ich wette mit euch, hier sind ein Haufen Gegner. Ich wette mit euch. Wenn man jetzt hier so einen Ortungssensor hätte, so einen Thermosensor, wären hier wahrscheinlich im näheren Umkreis, so im Radius von so 50 Metern, bestimmt 5 Gegner oder so. Wenn ich hier direkt über mir schon einer rumturnt oder hier im nächsten Raum einer abkämmt oder dort oben einer steht. Ja, das Überleben bringt ja momentan noch nichts. Wir haben ja jetzt nichts Nennenswertes und die Wumme, was kostet die? 5000? Wenn man mit unserer letzten Scaff-Runde, also wenn ich alles verkaufen würde, würden wir bestimmt 70.000, 80.000 damit machen. War eigentlich schon echt sehr, sehr ordentlicher Start. Ja, sobald man da ein bisschen Speed erhöht, macht man da halt Lärm. Da war bestimmt schon einer. Also hier laufen wir jetzt halt auf den Escape-Punkt zu, aber das ist halt... Weiß nicht. So mit dem, was man hat, so escapen ist halt echt... Als PMC ja schon unbefriedigend. Ich habe echt gehofft, dass hier zumindest so ein paar Scaffs im Gebäude unterwegs sind. Weil, also ich denke mit der Pistole, so einen Scaff mache ich doch schon platt. Ich bin gerade aimtechnisch ganz gut in Form. Habe vorher ein, zwei Runden mit meinem Bruderherz Dings gespielt. Rainbow Six. Sogar ein paar Mal MVP geworden. Ja, also was jetzt nicht viel heißen will. Auf Unranked Servern dort, also bilde ich mir jetzt nicht viel ein, aber soll heißen, ich bin jetzt nicht komplett kalt. Ui. Mag das nicht, dass es hier so ruhig ist. Jetzt ist es gar nicht schön.
Vor allem war da auch so ein großkalibriges Gewehr. Mit irgendeinem Scope drauf. Und es gibt Leute, die sind bestimmt schon Level 10 oder sowas oder höher. Das ist wahrscheinlich 15 oder höher. Wahrscheinlich einige von meinen Zuschauern. Ich weiß nicht. Das finde ich immer wieder krass. Das finde ich aber auch cool, dass ihr mir zuschaut, obwohl ihr eigentlich viel besser seid und viel höher spielt und sowas. Ihr habt leider letzten Endes nichts von. Aber finde ich richtig geil. Danke an der Stelle auf jeden Fall. Für jeden, der mir gerade zuschaut. Also du, der mir hier gerade hier zuschaut. Vielen Dank. Erst aufs Däumchen klicken und wenn du noch nicht abonniert hast, dann einfach abonnieren. Dann ist es schon noch nicer. Aber es freut mich einfach schon voll. Also, dass die Zuschauerzahlen inzwischen schon so immer um die 100 sind pro Folge. Also, das finde ich schon toll. Hätte ich nicht gedacht. Und da macht mir das natürlich auch umso mehr Spaß. Vor größerem Publikum zu spielen. Wird jetzt schon irgendwie ein bisschen übertrieben, Mann. Nehmen wir mit. Das hier tauscht das lausige Magazin ein. Das hier wird mal examined. Ich weiß nicht, der Schub hat irgendwas geschrieben, dass da irgendwas Neues mit dem Alpha-Container, aber ich werde den einfach mal behandeln wie eh und je. Hier sind überhaupt keine Scherben und es macht Scherbengeräusche. Warum? Das hat schon ein bisschen unangenehm. Gibt's hier was? Nein. Gibt es bestimmt einen Schlüssel dazu? Yep. Alter. Gibt es hier irgendwas Feines? Sag mir jetzt nicht, dass hier keiner dieser Container zum Öffnen ist. Hier vielleicht einen Blick erhaschen. Also der Hubschrauberplatz scheint eigentlich... Genau, ich habe jetzt Hubschrauberplatz. Der scheint relativ peacefully zu sein. Ich denke, das Hauptgeschehen wird sich in den Gebäuden rumrum abspielen. Du musst ja schon eigentlich schon so ein bisschen geistesgestört oder sehr selbstsicher sein, um da auf den Mittelplatz zu laufen. Habe ich keinen Bock drauf. Also ich bin weder geistesgestört noch selbstsicher. Also... Okay, wenn ich irgendwas weiß, nicht weiß in Zukunft, irgendwo auf einen Gegenstand im echten Leben treffe, dann mache ich einfach so und dann weiß ich's. Schaue ich in meinen Real-Life-HUD und dann weiß ich Bescheid. Das ist jetzt... Das knallen wir jetzt mal hinter die Binde, das gute Hot Rod. Wir sind hier wieder full of energy. Also ein bisschen Flüssigkeit kann man immer brauchen. Ein bisschen flüssige Kohlenhydrate, ein bisschen flüssige Kalorien, da geht's halt ab. Toiletten inspizieren. Auch gut. Alter Schwede. Das ist einfach Camper Maps, sein Vater. Das ist halt echt brutal, Mann. Kann man hier irgendwas wieder kredenzen? Was ist das? Übrigens, in eurer Abwesenheit alle Händler-Items komplett examined. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Händler ein sehr, sehr schlechtes Sortiment haben. Wahrscheinlich geht es mit dem steigenden Level dann irgendwie höher. Aber also auf meinem Level 1, das ich derzeit noch inne habe, ja, kriegst du ja fast nichts. Also du kriegst nicht mal dieses schrottige Scaff-Rig, dass man, oder halt das, so die schrottigsten Scaff-Sachen, wie zum Beispiel halt dieser, diese Tasche hier, diese Duffelbag, sowas halt, so die einfachsten, diese, doch Scaff-Rig hieß es immer, oder? Bin mir nicht ganz sicher, egal. Aber will damit sagen, einfach, man kriegt nicht mal die basicsten Basics. Finde ich nicht so cool. Zwar in Version 0.11 noch ein bisschen besser. Hier geht's wieder hart zur Sache. Tushonka ist nicht schlecht. Tushonka bringt ein bisschen Geld. Alter, hier geht's wieder los. T-Plug. Also falls wir jetzt nicht mal in Urlaub reisen, dann sind wir hier versorgt. Jetzt müssen wir uns irgendwie entscheiden. Unload Ammo. Kann man die so unloaden und geht's die dann hier drin? Aha. Kugeln sind bestimmt was wert. Die Kugeln sind mehr wert als das.
Safe. Vor allem, wenn es so Special-Kugeln sind. PS, das kann man auf jeden Fall auch brauchen. Kennen wir dann nur so die ungefähren Marktpreise, ist ein bisschen ärgerlich. ...60 PS, die sind auf jeden Fall mehr wert als der Rest. Was haben wir jetzt noch? Pistole? Das wär's. Leer, leer, T-Plug, Tushonka. So. Okay, das war dieser selbstverschließende Reißverschluss. Ist das hier eine Silhouette? Ne, wahrscheinlich nicht. Sieht aus wie so ein... ...so eine Armeemütze. Ja, wir haben hier gerade soeben erfolgreich Toilettenpapier hergestellt. Gratulation an uns. Freunde, ohne eure Hilfe hätte ich das Toilettenpapier nie hergestellt. Das ist so ein Feldlazarett. Also ich weiß nicht, gibt geileres als hier zu liegen so. Mit dieser Decke. Ja, ein ganz böser Spot hier oben. Wenn hier halt einer hockt, dann bist du ja auch den Kopf kürzer. Hier mal reingucken. So mit etwas Glück eine Langwaffe erobern und dann abhauen, das wäre schon. Scope. Sagen, und was nehmen wir jetzt? Konsumiert jetzt was? Ich glaube, Tushonka ist relativ viel wert hier in dieser Welt. Ich brauche einen größeren Container, eindeutig. Ich weiß nicht, was ich jetzt nehmen soll. Das Scope ist auf jeden Fall mehr wert als, was ist das? Das Mount. Das Mount ist, glaube ich, der Griff ist weniger wert. Der Griff bringt so 2.000, 3.000 erfahrungsgemäß. Eventuell kann ich hier ja sogar, es war so wie das Thema übrigens, Langwaffe looten. Und eventuell kann ich das Scope für eine meiner geplünderten Waffen gebrauchen. Und das sieht einfach sowas von aus wie ein Mensch. Also das kann mir doch keiner erzählen. Ist doch Absicht. Da eine Loot-Kiste. Ich fände jetzt eine Waffe echt mal eigentlich recht und billig für uns. Das heißt, das haben wir uns langsam mal verdient. Oder irgendeinen idiotischen PMC, der jetzt hier einfach noch dümmer als ich lang stolpert. Alter, also man kann es auch übertreiben, was Gebäude angeht. Also wenn wir einmal aus Versehen Breach drücken, sind wir wahrscheinlich im Eimer. Weil dann die Kavallerie anrückt. Ja, das ist halt, weiß ich, das ist preis-leistungstechnisch wieder irgendwie nicht. Also es rentiert sich nicht, weil das Ding braucht 2 oder 4 Slots. Wobei 2 Slots würde ich ja noch sagen, okay, können wir machen. Mal die hier weg. Und das hier weg. 2 Slots geht klar. Das ist schon ein Autoverbandskasten. Den können wir halt überhaupt nicht benutzen. Ein Rig wäre vielleicht keine schlechte Investition gewesen im Nachhinein. Aber im Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Es geht hier. Also, geiles Pack. Also bevor wir sterben, wenn wir hier irgendwo unter Beschuss geraten, essen wir vorher noch den ganzen Thunfisch weg. Dass sich der Feind nicht am feinen Thunfischgeschmack erfreuen kann. Dass er unseren Thunfisch noch weg isst. Und so höheren Muskelaufbau erreicht als wir. Hier Neues. Das werden irgendwelche Kugeln sein. Was ist das? Flashlight. Ach,
billige Attachments sind halt auch so absolut Peanuts. Ich will Big Business. Ich will Big Business, Freunde. Ich will nicht hier Klepperles Wirtschaft, Freunde. Ich will Big Business. Bester Raum aller Zeiten. Also der hat sich mal richtig rentiert. Ja, Alter, wie hoch? Jetzt will ich es aber wissen, ja. Okay, das Dach. Okay, das ist wahrscheinlich... Ein bisschen pushen hier oben. Okay, Alter. Das ist schon ein bisschen geil hier oben. Also es muss jetzt einfach mal loswerden. Ich finde es schon einfach mega nice. Einfach hier so eine Base. Reflexzeit. Cobra Reflex, das nehmen wir auch mit. Wir droppen jetzt endgültig das da. Droppen. Schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung, Freunde. Besten ist den Thunfisch. Auch wenn ihr mich dafür wahrscheinlich lünchen werdet, weil der Thunfisch teurer ist. Aber man muss ja immer noch planen, dass man vielleicht doch irgendwie überlebt, auch wenn ich es nicht glaube. Aber habe ich letztes Mal auch nicht geglaubt. Jetzt haben wir auf jeden Fall zweimal Reflexvisier in Sicherheit. Was ich eigentlich schon ziemlich geil finde. Also wir haben definitiv schon damit, wenn wir das jetzt sicher rausbringen, also wenn der Container noch seinen alten Zweck erfüllt, haben wir schon... Das ist ein schöner Kugelschreiber. Ne, das ist ein Morph-Pen. Ein Morphin-Pen. Und du tust es hier bitte mal... Bist du es mal so ruhig, ja? Also hier so... Meine meditative Ruhe auf dem Dach stören durch Dauerfeuer deiner blöden AK oder was ist? Sag mal... Geht's eigentlich noch? Frechheit hier. Und da oben jetzt hier wieder überall Krieg spielen. Überall spielt sie Krieg. Die Zigeuner. Das war jetzt nicht rassistisch gemeint. Muss ich immer anmerken. Weil es gibt überall heute im Internet, heutzutage Moralaposteln, die dann nachher mir irgendwelche in Rassismus vorwerfen und so. Einen Schuh werde ich mir niemals anziehen. Okay. Müssen wir hier mal ein erstes Wörtchen sprechen, was so unsere Escape-Pläne angeht. Also pass auf. Wir checken jetzt auf jeden Fall. Was ist jetzt los? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir müssen Cliff Descent. Alter, wir müssen jetzt echt... Oh, nee. Wie hoch schätzt du unsere Wahrscheinlichkeit ein, dass wir hier auch nur irgendwie... need to bring friendly Scaff in order to... Aha, ein friendly Scaff. Aha. Wie viele friendly Scaff meint ihr, gibt es weltweit in Tarkov? Kleines Quiz. A. 450.000. B. 100.000. C. 5.000. Oder D. 0. Richtige Antwort gewinnt ein WLAN-Kabel. Alter. Ja, come on, Alter. Aber immerhin steht hier, was abgeht. You don't fit in. Ja. Hä? You don't fit in. Kann ich nichts mitnehmen? Ist das möglich? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich kann wahrscheinlich keinen Bag mitnehmen. Ich kann nichts mitnehmen, wahrscheinlich so. Aber das probieren wir doch mal. Das ist echt nice. Also das Manhole, das checken wir jetzt mal ab. Also das ist hier, das liegt auf unserem Weg. Das will ich jetzt mal wissen, ob man das halt so als Not-Escape verwenden kann, dass man halt nur das, was man am Mann trägt, mitnehmen kann. Wobei das dann ja eigentlich fast schon dem entspricht, wenn wir einfach sterben. Ich würde gern durch den Hintereingang rausgehen, wenn es genehm ist, wenn ich es mir aussuchen könnte. Das ist da gerade so eine Landmine oder so. Ist auch nice. Landmine irgendwo hinlegen und einfach warten. Ich habe euch doch versprochen hier, in der neuen Staffel wird alles anders. Auf jeden Fall Spaß hier. Genießen einfach die Natur. Hier müsste irgendwas Manhole sein, da vorne. Auf jeden Fall flitzen hier wie eine Eins, du. Jetzt warte mal, hier kurz irgendwo ablegen. Weil hier geht... Alter. Okay, lange ablegen sollten wir hier nicht. Also da, wo der Weg... Da, wo der Weg abzweigt...
Hier drin muss irgendwo das Manhole sein. Warte mal ab. Warte mal, will ich mich erschießen, bitte? Okay, also ist nicht zwischen diesen Tanks, das ist mehr Richtung Straße. Hat einer auf jeden Fall oben geschossen, also ich hoffe mal nicht auf mich, weil sonst war es das jetzt. Also ich habe jetzt keinen Bock runter zu tappen halt. Ich weiß es nicht, wo dieses verdammte Manhole sein soll. Ich jetzt irgendwo einen Platz finden würde, wo ich gefahrlos rasten könnte. Was ist das hier? Ich dachte, vielleicht ist es hier. Ich check das kurz im Internet. Moment, ganz kurz. Okay, ich habe geguckt, da sind irgendwelche Baugeräte, müssen da sein. Ich habe keinen blassen Dunst, also ist definitiv nicht hier. Naja, fuck it. Wir gehen jetzt hier hoch. Ziehen die Schlacht. Vielleicht da hinten, aber ich habe jetzt keine Lust hier so auf irgendwie so ein dummes Rumgesuche ständig rumzutappen und zu gucken und bleh. Wir schleichen jetzt da hoch. Wenn einer dumm kommt. Schießen wir ihn einfach über den Haufen. Wir sind nämlich wer, ja? Okay, pass auf, Cliff Descent hinter dem Ding, Alter. Und hier ist so eine komische Krone angezeigt. Das finde ich halt nicht so geil. Also ich habe echt mega Angst, dass hier irgendwie so einfach eine Scav Base ist, Alter. Wir werden hier niemals lebend rauskommen. Cliff Descent, jetzt gib mir doch mal einen Escape-Punkt, Alter. Oh Gott. Nochmal kurz auf die Map spiegeln. Sorry, es geht nicht anders gerade. Es ist doch dort. Also das ist so eine rote Krone auf dieser Map, das irritiert mich. Es ist halt schon hinter der Map. Hier hockt auf jeden Fall irgend so ein Unhold. Feuert einfach raus. Oh, glaubt mir. Ich würde ihm sogar einen Einhalt gebieten. Das ist doch jetzt... Ja, Mann! Ihr kleinen Affen. Das ist RR, Junge. Ich komme einfach nirgendwo raus. Bruder... Ich Paracord her. Ich brauch Para. Ja, was zum Teufel. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich Paracord herkriege. Ernsthaft. Jetzt kann ich hier was looten. Ich habe keine Ahnung. Pisst mir aber schon an, dass er hier in meine Richtung einfach ballert, obwohl ich eigentlich nicht sichtbar war. Ich habe keine Ahnung, wo ich Paracord herkriege. Das ist wahrscheinlich der Zug. Ist der Zug das einzige, dem ich hier raus kann? Oh Gott, das ist so leichtsinnig. So, scheiß auf den Griff, ehrlich. Wie komme ich hier raus? Okay. Einfach mal ein bisschen randalieren hier in der Base. Das wird schon funktionieren. Mich aufmerksam machen. Das sagt man auch so, wenn man Hilfe braucht, dann muss auf dich aufmerksam machen.
Also ich könnte so ein Friendly Scav brauchen, der mich rausbringt. Ja, Alter. Aktenschränke durchsuchen, wirklich. Das Paracord. Ja, leck's mich doch im Arsch. Auf. Schick mir das zum Teufel. Ich hab. Alter. Scheiß auf Pistolen, Junge. Brauche ich Paracord Ohr oder? Es ist RR, jetzt schon wieder. Das ist RR. Und ich muss mich kurz schlau machen. Was ist das jetzt? Oh, Jesus Maria. Ich habe echt ein Problem. Aber wir machen das jetzt so. Wir nehmen diese Uhr mit raus. Ich denke, die Uhr ist mehr wert als der ganze Scheiß hier. Also Moment, ich check jetzt kurz ab. Okay, cool. RR heißt Red Rebel Ice Pick. Das haben wir nicht. Das werden wir auch nie kriegen. Das können wir vergessen. Wir sind im Eimer, Leute. Wir sind sowas von im Eimer. Wir haben sowas von versagt. Es ist einfach furchtbar. Wir haben verloren einfach. Da bin ich mir ganz sicher. Wir haben es richtig versiebt. Wir werden niemals an diesen Red Rebel Ice Pick kommen. Ich habe keinen blassen Dunst. Es sei denn, der ist da vielleicht drin. Vielleicht haben die roten Rebellen ihren Ice Pick da einfach reingeladen und haben gesagt, okay, Mann, wir laden jetzt hier das. Packen unseren Eispickel hier einfach in den nächsten Aktenschrank hier, wenn wir hier schon gehen. Gib mir einen Eispick. Ich hab's verdient, ehrlich. Mist, ich habe jetzt irgendwo einfach meinen Morph-Pen gelassen, aber das können wir einfach wiederholen hier. Aber zum Tresor wieder zurück. Wer weiß, vielleicht ist ja echt so. Ist das schon wieder verrücktes? Ich weiß es nicht. Bevor jetzt wieder jemand kommt, man kann es auch auf Deutsch stellen. Mein Englisch ist wirklich ziemlich gut. $70. Alter, verdammt noch eins. Hätte ich doch bloß diesen Eispickel irgendwie vorher mitgenommen, aber das wusste ich halt nicht. Scheiß, was ist das? Ja, wieder so ein Blödsinn. Jetzt bin ich langsam echt im Rage-Mode. Also das finde ich nicht so cool an der Map. Dass man hier für fast jeden Escape-Punkt irgendwas Individuelles braucht. Der soll auf Lab genauso sein. Aber das finde ich nicht so geil. Das gefällt mir nicht. Das macht das Spiel unnötig kompliziert und auch. Also mich frustriert sowas. Muss ich wirklich gestehen. Und ich finde halt auch so ein Casual-Spieler frustriert das noch viel mehr, weil wenn man jetzt schon mal. Mehr gute Sperre, da komme ich locker drüber. Na, okay, doch nicht. Wenn man jetzt schon mal, sag ich mal, so weit kommt, dass man sich hier durchschlägt und alles. Und dann, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo ich hier rauskomme. Wenn man hier schon mal so weit vordringt und so ein Erfolgserlebnis hat. Und dann, wird man halt gebremst, indem man einfach, jetzt finde ich sogar das Paracord und dann finde ich halt diese verflixte Eishacke da nicht, also sorry, aber in der Toolbox kann es halt drin sein, ne? Ja, es ist halt eine Zange, ne? Ja. Ist das leider kein Eispick. Kann man diesen Flat Screwdriver vielleicht auch als Eispick benutzen? Man weiß es nicht, ich weiß es nicht. Kann man die Treppe hochlaufen und das ist hier unten. Oh mein Gott. Ja. Läuft bei uns. Gut, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das zielführend ist. Oh Gott, die Map hat noch voll die Katakomben. Ne, wir gehen jetzt ins Haupthaus hier und bieten jetzt ein, zwei Scavs um. Bin absolut geladen. Bin auf der Map ein geladener Gast. Ne, es nervt mich. Es nervt mich gerade wirklich. Was hat hier gerade gehupt? Was in drei Teufels Namen habt ihr das gehört? Hat die gerade gehupt? Ah, es steht fest. Also egal, was da jetzt ankommt, kampflos ergebe ich mich bestimmt nicht. Eine Granate wäre hier halt pornös in dem Gebäude. Ich hoffe halt, dass einfach alles, was ich hier loote, am Ende so ein Pick sein könnte, ne? Wisst ihr? Tape sollte ich nehmen, aber ich will diese geile antike Uhr da rausnehmen.
Ja, nachher ist es ja so. Ist der Zug. Wie weit ist der Zug weg? Ich muss kurz gucken nebenher. Er ist viel zu weit weg. Da müssen wir einmal durch die komplette Map laufen. Das ist. Können wir eigentlich gerade diesen Schacht runterspringen? Es kommt das Gleiche raus. Wird hier am liebsten noch diesen Schützen da oben einfach wegpflücken. Auch wenn wir halt mit dem Loot wahrscheinlich nichts anfangen können. Dann würde ich, wenn ich jetzt die Rüstung hätte, würde ich hier durchlaufen. Würde versuchen, den Armor Train zu erreichen. Aber ja, der hupt halt und lädt halt ein. Ne? Da unten gibt es dann ein krasses Schlachtfeld. Also ich weiß, ich finde die Map eigentlich so vom Aufbau her richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Von Escape-Punkten her finde ich sie richtig, richtig, richtig schlecht. Also Licht und Schatten wieder mal, was die Map angeht, auf jeden Fall. Bin so Hunger inzwischen, also so real. Also ich habe bestimmt mehr Hunger als mein virtueller Kollege hier. Hätte ich nicht gedacht, dass die Folge so lang geht. Ich dachte am Anfang, okay, das geht so 10 Minuten oder so, was ich, oder 3 Minuten, welcher. Sofort eigentlich mit gerechnet habe, das Zeitliche zu segnen. Ja geil, hier geht gar nirgendwo hin. Aber es ist im Prinzip auch nicht schlecht. Es schränkt halt auch so meine Möglichkeiten ein, wo ich mich hin verirren könnte. Na gut. Ich bin so todesmutig, Mann. Ich bin so mutig. Da hat doch irgendjemand rausgeballert da oben. Das kann mir doch kein Mensch das Gegenteil erzählen, Alter. Gebt mir doch jetzt diesen verdammten Eishammer oder Axt oder Pickel oder wie auch immer man das nennen mag. Nein. Ja, Schalldämpfer, Alter. Gott im Himmel, ich könnte hier schon längst Millionär sein mit dem, was ich alles nicht mitnehmen kann. Das ist doch echt ärgerlich. Gas. Wäre interessant zu wissen, ob ich mich damit eliminieren kann. Und hier ist jetzt die Homebase von unserem Schurken oder was ist jetzt hier? Bitte gib mir einen Pickel. Schatzi, schenk mir eine Eisaxt. Schenk mir eine Eisaxt von dir, Alter. Really? Gut, dann ist hier eine schöne Kundschafterei, ne? Okay, sehr gefährlich. Hätten wir auch natürlich wissen können, dass man hier hoch kann. Der Olli wiegt sich wieder in Sicherheit hier und denkt, geil, meine Burg. Und der andere kommt einfach da seitlich weg und schießt ihm ein drittes Nasenloch. Hm. Ja, hier ist einfach leer, weil hier einfach keine Sau mehr ist. Das wäre auch so Bossfight. Bossfight-Ort irgendwie so. Mal hier unten abklären. Dann nicht irgendwie noch ein. Einer Frechdachs ist. Alter, was eine Aussicht, Junge. Okay. Hat uns einer gesehen und hat uns die Aussicht nicht gegönnt. Alles Hater. Hier ist eh nichts los. Wisst ihr, das ist auch echt räudig, dass man hier nicht mal belohnt wird für die Aussicht. Und man wird noch beschossen, ja. Also geil. Hat sich gelohnt, der Ausflug hier hoch. Die Eisachs haben wir immer noch nicht. Die Eisachs könnte man, finde ich, zumindest hier irgendwo verstecken. So von wegen hier, guck mal, such einfach das Gebiet gut genug ab, dann kriegst du die. Wäre nicht cool. Aber leider, Tarkov Wiki gibt derzeit über den neuen Content nicht genug her, dass ich jetzt irgendwo gesehen hätte, wie man an diese Axt rankommt. Also bleibt noch nichts anderes übrig als. Das sind 10 Minuten. Blöd. Okay, der Armored Train ist einfach ohne uns davon gefahren. Ins
ins Manhole passen wir nicht rein. Das ist mir auch dann, ehrlich gesagt, so dumm, da alles abzuwerfen. Dann kann ich mich genauso erschießen lassen. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ja, hier haben wir, glaube ich, wirklich jedes Gebäude durchkämmt. Aber wir gehen jetzt in die Katakomben hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir hier, Freunde, jetzt gehen wir in die Katakomben. Was wir hier alles schon erleben, das ist ja der Hammer. Ja, moin. Kann man hier klettern? Nee. Es ist einfach nur ein Loch, wo man sich ganz schnell entsorgen kann. Cool, cool. Also da würde, wie gesagt, der TÜV ganz schnell einen Riegel vorschieben, hier bei der Map, ne? Ist auch gar nicht laut, was wir gerade machen. Also jede Ratte hier unten oder was auch immer da auf uns lauert, weiß inzwischen, dass wir am Start sind. Und wenn jetzt hier unten nichts los ist, dann würde ich aber auch richtig eskalieren. Ja, sag mal. Ich hab jetzt gedacht, es wäre so ein Rundell wie die Plattform oben vom Radar. Ja, dann wäre ich, also wirklich, hab ich meine Kündigung eingereicht. Ja, was geht hier ab? Mir doch einen verdammten Werkzeugkasten. Also ich glaube, es hat niemand heute so verdient, hier zu entkommen wie ich. Löhle. Junge, Junge, ich würde mich das ja... Also, ich weiß ja nicht, ich bin ja schon nicht gerade ängstlich, aber ich würde mich das in 1000 Jahren nicht trauen, durch so ein verlassenes Ding alleine zu laufen. Alter, niemals. Wo zum Teufel sind wir hier? Gibt halt die Hardcore-Überlänge-Folge. Duct Tape. Also man kann mit Duct Tape doch eigentlich alles bauen. Jetzt noch eine Werkzeugbox und noch eine Werkzeugbox. Also hier sind ja... Das ist ja Werkzeugbox City. Gib mir doch einfach diese Eisex. Schießpulver. Ey, es geht ab. Könnte wirklich das erste Mal in meiner Geschichte sein. Alter, ich bin inzwischen bestimmt schon eine Stunde am Spielen hier oder so. Könnte das erste Mal in meiner Tarkov-Historie sein, dass ich nicht erschossen werde. Ich will den Tag nicht vom Abend loben, aber einfach nicht rauskommen. Ey, das ist... Also, Alter, das ist doch echt... Das ist schlichtweg eine Sauerei. Ich möchte mit dem Chef sprechen. Also, ich möchte es gerne dem Entwickler sagen, ohne Witz. Ich finde es mega nervig gerade. Also, auf der einen Seite geil, hier zu erkunden, aber auf der anderen Seite so eigentlich genau im Hinterkopf zu haben, dass es im Prinzip völlig sinnfrei ist, was wir hier gerade machen. Weil wir wahrscheinlich nicht rauskommen werden und hier sind einfach... 3 dicke Werkzeugkisten. Mein ganzes Gesicht fängt vor Wut an zu jucken. Das ist echt einfach nur so richtig den fucking Mittelfinger. Wollen noch eine 4. Geil. Also, ja, das sind diese verdammten Toolboxen. Ja, Duct Tape. Wir hätten inzwischen, keine Ahnung, was schon ausbauen können. Kabel. Ach, das ist... Kann mir doch keiner erzählen, dass man sich aus Schraubenzieher und Kabel und 2 Tonnen Duct Tape nicht irgendwie sowas bauen könnte, was einer Axt entspricht. Also ich könnte es nicht, aber ich meine, unser alter Ego hier ist ja ein Held. Dann schickt mir doch wenigstens hier einen Boss her, der jetzt ordentlich mir in meinen kleinen Hintern tritt. Oder der mir zumindest so einen richtig geilen Fight liefert. Bin ich hier?
Gedanken. Wahrscheinlich würden wir es inzwischen nicht mal mehr rechtzeitig dort hochschaffen. Wir sind schon so weit gelaufen. Das ist echt heavy. Wenn das Ding in den letzten 2 Minuten irgendwie auftaucht, dann werde ich meinen Rechner wahrscheinlich zerstören und dann gibt es nie wieder eine Folge Tarkov. Möchte ich nur sagen, ne? Ein Relay. Na gut, das, wie gesagt, das ist Sache eh alles weg. Das saufen wir halt doch mal weg, weil das gibt, glaube ich, auch Erfahrungspunkte. Also hat es jedenfalls immer gegeben. Bandage, ja. Also, ist es jetzt euer Ernst? Ist das jetzt euer Ernst? Es ist jetzt euer Ernst. Ey, es macht mich richtig wütend. Na gut, dann ziehen wir uns jetzt noch das Hot Rod rein. Es wird alles konsumiert. Das könnte irgendeine Schokolade sein. Wie wir hier. Geil. Ich hoffe mal, das gibt alles Erfahrung. Ein G-Phone. Geil. Das neue G-Phone 10. Was gibt's hier? Bolts. Könnten wir natürlich auch bauen. Wir brauchen Bolts. Rubel. Krass. Also jetzt nicht viel, aber. Ja, und dass die Tür hier zu ist, ist einfach. Tut mir leid, aber. Ja, also es ist echt. Ja, wir kommen nicht raus. Also hier ist wirklich, ich glaube, meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Nein, hier kommt unser Aus. Ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt von dieser Schüssel darunter, aber wir kommen nicht mal mehr rechtzeitig dorthin. Also wir können, ich würde sagen, wir nehmen eine Granate, aber wir haben keine Granate. Ich würde sagen, wir kämpfen gegen irgendwie eine Unmenge von Gegnern. Wir haben keine Gegner. Können wir. Ne, wir können uns mit der Waffe auch nicht selbst Schaden zufügen. Okay. Gut, vielleicht kriege ich irgendeinen Sonderpunkt, wenn ich hier für immer verschollen bin. Wer weiß. Stürme jetzt hier voller Hass und Leid hoch. Vielleicht können wir noch jemand irgendwie seinen Escape versauen. Das wäre natürlich noch immerhin was richtig Ekelhaftes. Ja, die meisten sind wahrscheinlich auch einfach schon escaped. Deswegen ist es auf der Map so ruhig. Jetzt sind wir wieder hoch hier. Ne? Jetzt pass auf, hier will bestimmt jetzt einer abhauen. Das hier ist auf jeden Fall jetzt meine Hut. Hier haut keiner ab ohne meine Genehmigung. Ja, ich weiß es inzwischen, was ich brauche. Wenn hier einer kommt, Junge, fertig. Wir stürmen jetzt zu diesem verdammten Manhole, oder? Da ist das Manhole, Alter. Jetzt stürmen wir hier hin. Da ist es. Ja, jetzt stelle ich mich nicht so dämlich an. Bin schon wo ganz anders runtergefallen und habe nicht so geweint. Geronimo, jetzt geht's los. Und er sprintet. Das ist ja einfach unfassbar. Er muss die Lücke im Zaun finden, sonst ist es eh schlecht. Er findet die Lücke im Zaun. Ist das die Möglichkeit? Okay, für das werde ich dein Leben, Eddie. Komm mal her, Igor. Hat er mich so erwischt, oder was? Oder bin ich einfach nur... Oh, Igor. Waffenstillstand? Okay, doch nicht. Egal, ich will wissen, was die Uhr bringt. Wir sind immerhin nicht, wir werden nie erleben, was Times Up heißt. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt abwerfen hätten müssen. Wahrscheinlich diese Tasche und mit einem Rig wäre man rausgekommen. Wahrscheinlich hätte ich von irgendeinem, ich weiß nicht, ob mit Rig überhaupt rauskommt. Ich muss mir das mal nachlesen. Aber es war im Prinzip eine sehr, sehr spannende und eine sehr, sehr aufschlussreiche Folge. Ich mag die Map und mag sie zugleich auch überhaupt nicht. Jetzt will ich mal wissen, ob jetzt Dron, Muko und so, und wir haben ihn wahrscheinlich überhaupt nicht erwischt. Doch.
6-mal getroffen, also da sieht man, wie viel Schaden die Waffe macht, nämlich nahezu keinen, aber wir sind aufgestiegen, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt pass auf. Gib mir das Menü. Man reiche mir das Menü. Ja. Bitte. Ey, das ist doch jetzt echt. Das ist jetzt Hinhaltetaktik vom Spiel, weil es mir einfach. Ja, Mann. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Aber hier sieht man, wir sind. Uns geht's nicht so gut. Wie schnell steigt das? Geil, Wasser steigt. Das ist einfach, weil wir es schon so schön angebaut haben. Ja, das wird eine Weile gehen wahrscheinlich, aber bis wir das nächste Mal wieder starten, sind wir definitiv wieder voll im Saft. Und das Ding bringt 34.000. Wahrscheinlich hätte der Morphin-Pen mit den Reflexvisieren schon mehr gebracht, oder? Ah ne, die ist halt die Höchstpreise. 47.000. Schreibt mal rein bitte, was man mit der Glock machen kann. Ja, sonst, ansonsten verkaufen wir das Teil einfach. Ja, gut. Also, tausend Dank fürs Zuschauen. Das war eine mega lange Folge, aber an sich habe ich es schon genossen, aber an sich auch nicht. Es überwiegt die Zufriedenheit, dass ich mehr rausgenommen habe, als ich investiert habe. Und ich habe viel von der Map kennengelernt und ja, weiß nächstes Mal ein bisschen besser Bescheid. Und ihr auch. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.